Hi Leute, euer Costa hier. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich auf jeden Fall, euch in diesem neuen Video begrüßen zu dürfen. Vorab möchte ich mich auf jeden Fall für das ganze Feedback der letzten Videos bedanken. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Da der Winter ja schon quasi angebrochen ist, hat dieses Video allerhöchste Dringlichkeit. Viele von euch haben danach gefragt und deswegen hier ist das Video. Vorab möchte ich sagen, dass es in diesem Video um Oberbekleidung geht, sprich um Jacken, Pullover etc. So, was sind Essentials für den Mann im Winter, wenn es um Oberbekleidung geht? Natürlich eine Jacke, natürlich ein Pullover. T-Shirts trage ich persönlich eher weniger im Winter und ich denke die meisten von euch auch. Deswegen habe ich die jetzt mal außen vor gelassen. So, wir kommen zum ersten Kleidungsteil. Das ist, wie ihr hier sehen könnt, ein schwarzer Mantel. Also das ist für mich ein absolutes Must-have im Kleiderschrank, weil den schwarzen Mantel kann man wirklich sehr, sehr vielfältig kombinieren. Sei es jetzt mit einem Rollkragenpullover, wie man es jetzt hier auf meinen Bildern sehen kann, oder sei es jetzt mit einem Hoodie, wie man auf diesem Bild sehen kann. Ein Mantel passt wirklich fast immer im Winter, der passt zu mega vielen Anlässen, sei es jetzt schick, sei es jetzt etwas lockerer. Und deswegen finde ich, dass ein schwarzer Mantel definitiv in jeden Kleiderschrank gehört. Unten in der Infobox findet ihr auf jeden Fall alle Kleidungsstücke, die ich euch hier zeige. Die findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Falls irgendeiner von euch Bock auf die Klamotten habt, einfach draufklicken und ihr gelangt direkt zu den Teilen. So, dann kommen wir mal zurück zu den Kleidungsstücken. Also wie gesagt, schwarzer Mantel haben wir. Dann kommen wir zu einem beigen Mantel bzw. farbiger Mantel. Den Mantel, den ihr hier seht, ich trage es mittlerweile nicht mehr so gerne, weil es durch diese ganze Blogger-Szene etc. So stark ausgelutscht wurde, dass man, dass ich persönlich dann irgendwann gesagt habe, boah, nee, es nervt langsam, man wird direkt abgestempelt, wenn man so einen Mantel trägt. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, boah, nee, ich kann den nicht mehr so oft anziehen. Und deswegen trage ich den einfach nicht ungern. Was nicht heißt, dass das nicht eine sehr, sehr schöne Farbe ist, beziehungsweise ein sehr, sehr schöner Mantel, den ich euch trotz alledem wirklich nur empfehlen kann. Man sieht jetzt hier in dem Bild, das ist ein Doppelreiher, den ich hier anhabe. Der ist etwas heller als der Mantel, den ich euch gerade auf dem Bild gezeigt habe. Und ich habe diesen Mantel jetzt in diesem Bild mit einem komplett schwarzen Outfit kombiniert. Ich finde, dass man bei diesen Mänteln in diesen Brauntönen mit einem komplett schwarzen Look irgendwie immer punktet. Also ich finde, das sieht immer sehr, sehr gut aus. Ich trage es am liebsten so, wie man es jetzt auf dem Bild hier sehen kann. So, hier sieht man noch ein weiteres Bild. Hier trage ich einen khakifarbenen Mantel. Das Ganze habe ich kombiniert mit einem cremefarbenen Strickpullover. Zu den Strickpullovern kommen wir gleich auch nochmal. Einer schwarzen Jeanshose und braunen Chelsea Boots. Das sind jetzt diese sogenannten Erdtöne, die sich in diesem Outfit wiederfinden und die passen halt wirklich immer sehr gut zusammen. Wie ihr seht, Khaki mit Creme und braunen Schuhen, meiner Meinung nach harmoniert das wirklich sehr gut und ist halt eine Farbkombination, die ich absolut empfehlen kann. Alle Teile, wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox. So, dann kommen wir zu dem nächsten Piece. Das wäre jetzt die Shirling-Jacke. Shirling-Jacken, für alle, die nicht wissen, was das ist, sind meistens Lederjacken gefüllt mit Lammfell oder Schafsfell, was auch immer. Die gibt es dann natürlich auch in einer günstigeren Variante. Die sind dann mit irgendwelchen Synthetikgeschichten gefüllt, also kein echtes Fell, sind dann aber auch weitaus günstiger. So eine Jacke, finde ich, kann man auf jeden Fall über die Jahre im Kleiderschrank bewahren, weil das ist so eine Jacke, ich finde, die kann man einfach jeden Winter tragen. Ich persönlich mag es sehr, sehr gerne, habe schon seit 3, 4 Jahren so Dinge in meinem Kleiderschrank und packe die auch wirklich jeden Winter wieder aus, weil ich sie cool finde. So, das erste Teil ist jetzt eine Shirling-Jacke in Schwarz. Ich zeige euch mal in den folgenden Bildern, wie ich das Ganze kombiniere. Die Jacke, die ihr jetzt auf meinem Bild hier seht, das ist eine Jacke, die habe ich bei H&M gekauft, aber das, wie gesagt, das liegt schon 3 oder 4 Jahre zurück. Falls man weniger Budget zur Verfügung hat, dann nicht denken, dass man sich keine Synthetikjacke holen sollte, weil man darin frieren wird. Denn auch diese Synthetikgeschichten halten teilweise echt warm, von daher seid nicht abgeschreckt. Also die Jacken sind trotz alledem echt gut teilweise und sind auch ihr Geld wert, finde ich. Im nächsten Bild seht ihr jetzt eine Alternative, die ich trage. Das ist weder echtes Leder noch echtes Fell. Die Jacke ist von Reserved.
Kostet, glaube ich, 70 Euro. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Qualität ist für den Preis super gut. Und ich muss sagen, das Ding hält wirklich warm, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, weil die Jacke halt etwas, die Jacke war halt etwas dünner und ich dachte mir so, puh, ob das was gibt, aber dann war ich mit der Jacke shooten und muss sagen, die Jacke hält echt mega warm, von daher absolute Empfehlung an dieser Stelle, was diese Jacke betrifft. So, im nächsten Bild sehen wir nochmal mich in der Schirlingjacke. Die Bilder sind jetzt von letztem Jahr. Dort trage ich eine Jacke aus echtem Leder und mit echter Fellfütterung. Die Jacke ist auch absolut empfehlenswert, kostet aber um die 1600 Euro, hat diesen oversized Look, ist aber ein absolut cooles Teil, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wer da wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte. Empfehlung an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Kleidungsteil. Das ist der Parka. Ich denke mal, der ist überall bekannt. Ist auf jeden Fall ein Kleidungsstück, was man echt sehr, sehr häufig sieht, was auch für den Winter perfekt geeignet ist, wenn es jetzt ein anständiger Parka ist, weil natürlich gibt es auch viele Parka, die sind sehr, sehr billig verarbeitet und die haben eine schlechte Fütterung. Die erfüllen nicht wirklich ihren Zweck. Auch da denke ich, sollte man vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und sich einen anständigen Parka kaufen, weil für mich ist es nicht Sinn der Sache, sich jedes Jahr oder jeden Winter einen neuen Parka zu kaufen, weil Parka verändern sich in der Regel nicht von Jahr zu Jahr. Ein Parka bleibt halt immer gleich. Da gibt es jetzt keine großen Updates Jahr für Jahr. Von daher finde ich, wenn man einmal einen schönen Parka hat, dann lohnt es sich auch für mich, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil diesen Parka hast du ja nicht nur eine Saison. Von daher denke ich, ist es eine anständige Investition auf jeden Fall. So, ich habe leider kein Bild von mir in einem Parka, aber der gute Sandro, von dem habe ich hier ein Bild gefunden. Er hat das Ganze jetzt etwas an den Herrenstyle angelehnt, ist aber eine absolut coole Kombination. Der Parka ist in einem Graphitgrau, glaube ich, so heißt die Farbe. Absolut cool. Ich habe mir meinen in Schwarz geholt, weil ja meiner Meinung nach ist das noch klassischer. Ich weiß, dass ich den in Schwarz immer tragen werde, aber die Farbe finde ich auch absolut cool. So, wir kommen zu dem nächsten Kleidungsstück. Das ist der Rollkragenpullover. Meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have, was Oberteile angeht. Sollte auf jeden Fall echt jedermann in seinem Kleiderschrank haben. Ist nicht nur ein Piece, was cool aussieht, sondern es hat auch eine gewisse Funktion, die es erfüllt. Und zwar hält es den Hals warm. Von daher absolutes Must-Have auf jeden Fall, was ihr euch zulegen solltet. Ich zeige euch jetzt mal in diesem Bild hier eine Outfit-Kombination, wieder mal All Black mit einem, mit einem khakifarbenen Mantel. Finde ich, passt absolut gut. Oder diesmal ein komplett khakifarbener Anzug, auch mit einem Rollkragenpullover. Also Rollkragenpullover unter einem Anzug oder einfach nur unter einem Sakko sieht meistens auch sehr, sehr cool aus. Hier seht ihr mal einen etwas dickeren Rollkragenpullover, so ein Strickpullover. Finde ich auch absolut gut für den Winter. Auch das ist ein Teil, was ihr euch vielleicht gönnen solltet. So, wir kommen zum nächsten Piece. Das ist der Strickpullover. Dieser hier auf dem Bild, der ist von Olymp in so einem braunen Bronzeton. Der hat jetzt den Level 5 Bodyfit, also ist etwas körperbetonter. Und für alle, die darauf achten, dass die Pullover nicht so schlabberig sind, ist dieser Fit auf jeden Fall mega gut geeignet. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Ist auf jeden Fall ein Piece, gibt es in verschiedenen Farben. Solltet ihr euch einfach mal angucken. Qualität ist mega, mega gut. Also sehr hochwertig, nur zu empfehlen. Und die nächsten Pullover, die man hier sieht, das sind die Pullover mit Zopfmuster, falls ihr sowas im Internet sucht. Die sind ebenfalls in einem Cremeton. Der zweite sieht jetzt etwas gelblicher aus, aber ich denke mal, in live sieht der wahrscheinlich auch etwas cremiger aus als auf dem Bild. So, hier habt ihr ein Bild von mir. Da habe ich eine Outfit-Kombination an, die ich euch vorhin schon erläutert habe. Das sind die sogenannten Erdtöne in einem Bild. Der khakifarbene Mantel mit dem cremefarbenen Pullover und den braunen Schuhen. Also diese Farben harmonieren wirklich alle sehr, sehr, sehr gut. Und von daher kann ich das einfach nur empfehlen als Outfit-Kombination. Im nächsten Bild sieht man jetzt hier diesen Pullover von Olymp, den ich euch gerade vorgestellt habe. Den trage ich mit der Schirlingjacke von Reserved. Finde ich, passt auch beides sehr, sehr gut zusammen.
erfüllt seine Funktion, hält echt sehr, sehr warm und von daher perfekt für den Winter geeignet. So, wir kommen zum letzten Teil in dieser Runde. Das ist der Hoodie. Was ich hier auch gerade trage, das ist jetzt so ein olivkhakifarbener Hoodie. Der Hoodie auf dem Bild ist grau, aber den gibt es bei Zara oder bei H&M in unzähligen Farbkombinationen und die kosten meistens so 20 bis 25 Euro. Ein Hoodie, finde ich, ist ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. Kann man echt sehr, sehr, sehr vielfältig kombinieren. Vor allen Dingen im Winter unter Jacken ist ein Hoodie echt eine coole Sache. Man sieht das jetzt hier in diesem Bild. Ich trage den Hoodie unter so Military-Mantel. Passt meiner Meinung nach sehr, sehr cool in All Black. Aber den Hoodie kannst du auch unter einem Flannel tragen, unter einer Jeansjacke tragen, unter einer Lederjacke tragen. Den kann man wirklich so vielfältig einsetzen. Von daher ist ein Hoodie meiner Meinung nach ein absolutes Must-have, was die Oberteile im Winter angeht. So Leute, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, dass für jeden Geschmack irgendwie was dabei gewesen ist. Falls ihr Fragen zu irgendwelchen Teilen habt, schreibt einfach in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich probiere euch dann natürlich gerne zu helfen. Falls ihr Fragen zu irgendwelchen Teilen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich versuche natürlich allen euren Fragen nachzukommen und euch da zu helfen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir ein positives Feedback da lasst. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie ihr seht, ich bleibe auf jeden Fall dran an den Videos. Ich werde probieren, mich da noch weiter zu steigern, coolere Videos zu machen und auf jeden Fall informative Videos zu machen, die euch ja in einem gewissen Punkt irgendwie weiterbringen oder helfen. Ja, von daher, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß gehabt habt und ja, wünsche euch an dieser Stelle alles Gute und sage mal bis zum nächsten Mal.